Für Fortgeschrittene lassen sich die Übungen deutlich verbessern und in ihrer Wirkung noch verstärken. Wir nehmen dieselben Bewegungen. Wieder geht es um die Vor- und Rückwärtsbewegung der Wirbelsäule. Die Schultern sind auf das Brett gestützt, die Wirbelsäule verlängert sich. Und anstatt einfach passiv wieder zurückzukommen, versuchen wir die Füße einzusetzen und gegen den Boden zu schieben, sodass die untere Lendenwirbelsäule rund wird und damit den Rumpf wieder aufrichtet. Man neigt sich nach vorn, lässt den Rücken länger werden und schiebt dann mit den Füßen in den Boden und der Rücken wird rund und dadurch kommt der Rumpf wieder zurück. Fast naheliegend ist der Einsatz der Füße dann genauso beim nach vorne gehen. Wenn die Füße etwas heranziehen zum Hocker, dann wird die nach vorne Neigung erleichtert. Und wenn die Füße wegschieben, wird das Runden des Rückens erleichtert. Heranziehen und nach vorne, in den Boden schieben und runden. Füße ziehen, der Rumpf geht nach vorn, die Füße schieben und der Rücken wird rund. Wir müssen dazu die Atmung umstellen und atmen aus in der Rundung und so gut es geht ein in der Streckung. Ausatmen in der Rundung und einatmen in der Streckung. Ausatmen in der Rundung. Beim nach vorne bewegen die Füße heranziehen und einatmen. Bei der Rückwärtsrundung die Füße in den Boden schieben und wieder ausatmen.